Ja, herzlich willkommen. Wir stehen hier bei uns in der Bosch-Ecke. Bosch ist ein sehr, sehr gutes Schlagwort und auch die 12-Volt-Technik ist ein sehr gutes Schlagwort, denn heute geht es um den GHH 12 plus 18VXA. Das ist der beheizbare Hoodie, den ich hier anhabe und den möchte ich dir heute einfach mal ganz gerne vorstellen. Der Frühling lässt noch auf sich warten, das heißt, die morgendlichen Temperaturen sind in einigen Regionen Deutschlands immer noch sehr, sehr kühl. Und da ist es ganz praktisch, wenn man warme Arbeitsbekleidung hat, auf der Baustelle draußen oder in der Werkstatt. Und da hat Bosch die beheizbare Jacke, den beheizbaren Hoodie, den ich hier habe, und die beheizbare Weste. Ja, was lässt sich zu dem Hoodie sagen? Tragekomfort ist, finde ich, sehr, sehr gut. Ich trage jetzt hier eine L, die passt mir wie angegossen. Ich bin 1,85 Meter groß. Wie sich das für so ein Hoodie auch gehört, haben wir hier eine Kapuze, haben hier einen Reißverschluss. Da können wir das Ganze auch zumachen, dass die Wärme drin bleibt. Haben dann auch hier, anders als bei der Jacke, zwei Taschen rechts und links. Haben natürlich aber auf der linken Seite den Nachteil, dass auf der Innenseite dieses Extrafach ist für den Akku. Das heißt, da haben wir nicht ganz so viel Platz. Wenn ihr also was Größeres verstauen wollt, dann müsst ihr es auf der rechten Seite machen. Könnt dann aber auch die Taschen zumachen, dass euch nichts rausfällt. Die angesprochene Innentasche, die haben wir hier auf der linken Seite, von mir aus gesehen auf der linken Seite, machen hier den Reißverschluss auf und haben hier, ich nehme das mal auseinander, haben hier den 12 Volt 2 Ampere Stunden Akku und den Ladeadapter, den GAA 12V21. Machen das Ganze dann hier so rein, hätten hier auch noch einen Gürtelclip und hier sind die Anschlüsse übrigens. Den Hohlstecker haben wir nämlich hier, schließen das Ganze an und dann können wir es eigentlich auch in Betrieb nehmen. Wir könnten hier auch noch über USB ein Smartphone anschließen, haben dann allerdings nicht so eine lange Laufleistung, das ist ganz klar. So, wenn wir es angeschlossen haben, dann können wir das Ganze hier wieder verstauen, machen das Ganze zu. So, und das ist das, was ich meinte. Also hier ist natürlich, nimmt das Ganze auch ein bisschen Platz weg, das heißt hier in der Tasche passt natürlich nicht so viel rein und es zeichnet sich auch so ein bisschen ab. So, dann machen wir das Ganze mal zu. Wie nehme ich das Ganze jetzt in Betrieb? Nun, das ist ganz einfach. Wir haben hier unser Bosch-Logo und oberhalb des Bosch-Logos haben wir einen Knopf. Wenn wir da längere Zeit drauf drücken, dann geht das Ganze auch schon direkt an. Es leuchtet dann auch und wir haben drei Heizstufen. Die kleinste ist die blaue Heizstufe. Da haben wir mal nachgemessen, weil wir sonst nirgends Wärmeangaben gefunden haben. Auf der kleinsten Stufe, auf der blauen Stufe, haben wir 23 Grad erreicht. Wenn wir dann auf die grüne Stufe übergehen, dann haben wir 4 Grad mehr, also 27 Grad. Und wenn es wirklich doll kalt ist, dann erreichen wir auf der roten Stufe, so spitze roundabout, 34,5 Grad. Wir haben drei Heizzonen insgesamt, zwei kleinere im Brustbereich, rechts und links, und eine größere im unteren Rückenbereich. Das ist dann so ein bisschen wie bei der Sitzheizung im Auto. Und an der Zone im Rückenbereich haben wir uns beim Messen auch tatsächlich orientiert. Nun, wie ist es jetzt mit der Laufleistung? Also unser Kollege, liebe Grüße an der Stelle auch mal an René, der switcht immer zwischen dem Heizhoodie und der Heizweste. Und er hat uns gesagt, bei dem 2 Ampere Akku in der 12 Volt Klasse hat er bei dem Dauerbetrieb auf der roten Stufe, er hat gesagt, die blaue grüne Stufe ist ihm wohl hinten im Lager zu kalt, er nutzt die rote Stufe hauptsächlich, hat er so eine Maximallaufleistung von 2 Stunden. Also das muss euch bewusst sein, dass man damit natürlich nicht über einen gesamten Arbeitstag kommt. Wem das allerdings zu wenig ist, der kann das Ganze auch noch upgraden optional. Das heißt, da kann man dann auch einen 18 Volt Akku nutzen, muss man sich allerdings dazu kaufen. Und natürlich braucht man dann auch einen anderen Ladeadapter, und zwar den GAA 18V-24. Und dann wird der Ofen auch ein bisschen länger beheizt, ist ja ganz klar. Ja, Stichwort kühle morgendliche Temperaturen. Ich will euch das ganz gerne mal zeigen. Morgens um 10 im wunderschönen Bernburg. Wir haben 9 Grad Außentemperatur. Ich denke, das sollte kein Problem sein für euch zu unterbieten. Wir wollen nämlich auch einen Hoodie gerne verlosen. Was ihr dafür machen müsst? Nun, schreibt in den Kommentaren zu dem Zeitpunkt, wo ihr das Video schaut, wie warm oder wie kalt es gerade bei euch ist. Da sind wir mal sehr gespannt, ob ihr uns unterbieten könnt, was da für Temperaturen so zusammenkommen. Und schreibt uns auch unbedingt, in welcher Größe ihr diesen Hoodie hier braucht, dass er auch passt am Ende.
Der ist in den Größen S bis 3x XL verfügbar. Und in einer Woche werden wir dann per Zufallsprinzip einen Gewinner auslosen und den dann bei YouTube bekannt geben. Wir wünschen euch jetzt schon mal viel Glück, solltet ihr am Gewinnspiel teilnehmen. Daumen sind gedrückt. Daumen ist ein ganz gutes Stichwort. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gerne mal den Daumen nach oben, die Glocke aktivieren, gerne auch das Video teilen, wenn ihr wollt. Und ja, bis zum nächsten Mal, wenn ihr wollt. Die Jacke behalte ich an, die ist schön warm. Und warme Grüße aus Bernburg von NW Tools. Ciao, macht's gut.